Im Rahmen eines militärischen Festaktes in der Wiger Peyer-Weibrecht-Kaserne übergab Verteidigungsminister Mario Kunersecker am 12. Dezember 2018 50 geländegängige Lastkraftwagen an die Truppe. Hergestellt werden die Lastkraftwagen von dem Unternehmen Rheinmetall MAN Military Vehicle. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, meine sehr geehrten Kameraden hinter mir, als quasi Bedarfsträger dieser Fahrzeuge, alles erdenklich Gute, immer natürlich auch eine unfallfreie Fahrt und insgesamt ein großes Danke auch für die Auftragserfüllung und auch mit dem neuen Gerät, mit dem neuen Fahrzeug. Viel Soldatenglück! Insgesamt werden der Heereslogistikschule bald 140 Lastkraftwagen zur Verfügung stehen. Ein wichtiger Schritt im Bereich Mobilität beim Bundesheer. Ja, ganz wichtig für die Mobilität im österreichischen Bundesheer, dass wir hier konsequent auch daran weiterarbeiten, diese Mobilität zu steigern. Und es freut mich schon, dass wir heute die ersten 50 von insgesamt 140 neuen 5-Tonnen-LKWs übergeben können, auch an die Truppe übergeben können, dort wo ja die Fahrschulausbildung stattfindet. Und für viele, die heute hier sind, viele alte Bekannte, auch für mich ein, glaube ich, guter Tag und ein schönes Zeichen auch, dass wir uns modernisieren und gut aufstellen.